herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 5. bis 11. Oktober 2020. Die Decks sind das Druid Craft Tarot von Stephanie und Philipp Cargom. Wir haben für die Tage, also die Wochentage, das normale Rider-Waite Tarot zur Klärung die kleinen Rider-Waites. Dann haben wir von Colette Baron-Reed die Weisheitskarten der Seele und auch von Colette Baron-Reed das Krafttier, das Orakel der Krafttiere. Ja, wenn ihr Fragen habt, www.ella-taroskop.de, die Webseite, oder E-Mail ella@ella-taroskop.de. Jetzt viel Spaß und dann sehen wir uns erstmal die Astrologie für alle an. Dann wollen wir mal schauen, was in der Woche vom 5. bis 11. so drin ist. Wir haben am 5. einen relativ neutralen Tag, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren, aber schon ab dem 6. haben wir Streitgefahr, Wut, Aggression, ich sagte das ja auch schon im Vorfeld, Oktober, wird eine wilde Fahrt. Und wir haben Spannungen von Mars, Uranus und Pluto. Und das kann nämlich dazu beitragen. Wir haben am Wochenende dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Sonntag wird ein bisschen beruhigt. Schauen wir jetzt mal, was wir so haben. Der Stresspegel wird ziemlich hoch am 7., eben wegen Merkur und Uranus. Da wird man sehr direkt und sehr, ja, man geht unter die Gürtellinie mit seinen Aggressionen oder mit seiner, ja, wie man die Dinge anspricht. Da sollte man aufpassen. Merkur verlangsamt ein bisschen. Und wir haben zwischen 6. und 12. wirklich anstehende Konflikte. Da gibt es, ja, Leute, die tatsächlich vielleicht was vorhaben, Rache üben möchten, ja. Wir haben erst neue Hoffnung am 11., ja, und die Sonne-Jupiter-Aspekte bringen ein bisschen Arroganz rüber, ja. Wir haben aber Venus und Uranus gehen ein bisschen wie im Waagezeichen ein bisschen in die ausgleichende Position. Wir haben auch freundliche Gespräche, vor allen Dingen in der Zeit zwischen 11. und 13. Ja, der Winkel von Jupiter und Neptun ist gradgenau und wirkt vom 2. bis 20. Und da ist man entgegenkommender. Ja, also es wird sich langsam so ergeben, es wird sich langsam so entwickeln in dieser Zeit, ja. Obwohl da eben immer noch Aggressionspotenzial ist. Aber jeder Einzelne ist natürlich gefragt, daran mitzuwirken, mitzuarbeiten, dass man eben die Dinge nicht eskaliert. Schauen wir uns jetzt an, was für jedes einzelne Sternzeichen in dieser Woche machbar, möglich ist. Wie ihr das umsetzt, ist natürlich eure Sache. Aber wir schauen erstmal, was geht. Mein lieber Zwilling zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 5. bis 11. Oktober 2020. Und wir schauen uns an, was astrologisch in dieser Woche drin ist. Es sind natürlich Dinge, die nicht nur vielleicht für diese Woche gelten. Jupiter, da musst du drauf warten bis Ende des Jahres, also im Dezember. Wir haben Saturn, der ohne Einfluss ist auf dich. Uranus grüßt vom Stier. Wichtig für dich ist, dass du zeigst, wo du hin willst, auch gefühlsmäßig, dass du dich da so ein bisschen öffnest, ja, in dem Bereich. Neptun ist rückläufig bis zum 29. November und da musst du sozusagen deine Dinge nochmal überdenken, ein bisschen justieren, fein justieren. Mars im Widder pusht dich nach vorne und in der Rückläufigkeit bis zum 14. November solltest du vielleicht auch Chancen nutzen, die du schon abgetan hast. Also Dinge, die vorher nicht geklappt haben, könnten jetzt auch wieder in den Fokus rücken. Vielleicht hast du da irgendwas, woran du vielleicht gerade nicht denkst und ich bringe dich vielleicht auf die Idee. Zumindest hoffe ich das. Ja, Merkur haben wir, der wird jetzt am 14. rückläufig. Bereite dich schon mal darauf vor. Das verlangsamt alles, macht alles noch schwieriger, als es ohnehin schon ist. Ja, wir haben Aggressionspotenzial und du musst aufpassen, dass du nicht zu nervös, zu fahrig wirst und ja, dann natürlich auch Flüchtigkeitsfehler passieren können. Das gilt natürlich für den gesamten Oktober. Du kannst im Job punkten im Oktober, jetzt auch in dieser Woche. Auch privat ist es alles gut, weil du entspannt bist, relaxed. Ja. Es kann aber passieren, dass dir ja vielleicht auch
das eine oder andere durchgeht. Das kann passieren. Ja. Das merkst du aber spätestens dann, wenn Merkur rückläufig wird. Ja. Ja, das sind so die wichtigsten Aspekte. Du denkst ja dran, dass momentan eben alles ein bisschen aggro ist und du dann möglichst entspannt bleibst und dich nicht davon anstecken lässt, dann ist alles okay. Schauen wir jetzt, was in den Karten für dich drin ist. Mein lieber Zwilling, wir sind bei der Allgemeinlegung in den Karten. Wir schauen uns die energetische Wetterlage an, wie das so aussieht im Allgemeinen für den Zwilling in dieser Woche. Beginnen mit den Energien, die von außen kommen, also die Einflüsse von außen, von Mitmenschen, von Situationen, was da für Energien vorherrschen, was da natürlich auch, wie gesagt, deine Laune und das, was du vorhast, mit, wie gesagt, beeinflussen. Was hat der Zwilling in dieser Woche von seinen Mitmenschen, von seiner Umgebung zu erwarten? Was kommt da auf dich zu? Prinzessin der Schwerter, das ist deine Energie, Ritter der Schwerter, da können einige ein bisschen voreilig sein. Das ist die Schwertenergie des Ritters der Schwerter auch, der eben reinrauscht, mit dem Hintern alles umschmeißt und vielleicht Geschirr liegen lässt. Lass dich davon möglichst nicht mitreißen oder provozieren, sondern bleib gelassen. Das kannst du, ich weiß das. So, und dann wollen wir schauen, wie du dich selbst siehst in dieser Woche. Was du dir wünschst. Was du erhoffst oder befürchtest. Was gut ist für dich. Was weniger gut ist. Und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, das ist jetzt erstmal das. Ich gucke nochmal, ob man das gut sehen kann. Ja, schön. Dann widmen wir uns den Wochentagen. Wenn du die Legung schon gesehen hast, weißt du, was jetzt kommt. Die Wochentage lege ich von Montag bis Sonntag. Das kann natürlich bei jedem anders liegen, deshalb halte dich nicht an den Wochentagen fest. Da der Montag kann bei dir der Mittwoch sein oder der Samstag, je nachdem. Du wirst es aber wissen, wenn dir diese Energien begegnen. Und dann kannst du dich ja daran erinnern und natürlich die Impulse, die Ideen nutzen, die da hoffentlich für dich drin sind. So, und wir schauen natürlich auch, welche Energien du als Zwilling mitbringst in diese Woche. Also wie du nach außen hin auf andere reagierst. Wir haben den Turm. Der Turm bedeutet Platz schaffen für Neues. Das kann sein, dass du momentan im Umbruch begriffen bist. Das heißt, alles umändern, ausmisten, rausschmeißen oder du bist in der Planung, etwas Neues anzugehen. Wir schauen uns das mal an. Das sollte natürlich auch möglichst gut überlegt sein. So, dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Diese Tage wie immer können bei dir in einer anderen Reihenfolge stattfinden. Die Vorwoche hänge ich wie immer hinten dran. Du kannst dann schauen, wie das von der Vorwoche zu dieser sich entwickelt hat. Und manchmal haben die Aspekte, die ich benenne, auch noch Einfluss auf die folgende Woche. Deswegen ist das nicht ganz uninteressant. Wir beginnen jetzt hier damit, wie siehst du dich selbst? Die Acht der Schwerter. Du bist so in so einem Gedankenkreisel gefangen. Das bedeutet, du hast noch keine Lösung für ein Problem oder für eine Sache. Ja? Mit dem Turm hast du vielleicht auch viel momentan um dich herum, was passiert, womit du vielleicht auch nicht so recht umgehen kannst. Wir haben ja diese Aggressivität und so weiter. Versuche so entspannt wie möglich daran zu gehen und dich nicht irgendwie davon konfus machen zu lassen. Es gibt für alles eine Lösung. Man muss halt sich selbst manchmal ein bisschen aus der Sache rausnehmen. Und das ist das, was ich dir momentan raten kann. Dein Wunsch ist der König der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das ist natürlich was anderes, als konfus zu sein. Du möchtest wissen, wo es lang geht, wo du stehst, vielleicht auch finanziell oder auch beruflich, aber auch in Beziehungen. Das kann ich gut verstehen. Der König der Münzen ist pragmatisch, langsam, weiß, was er erreicht hat und ist natürlich auch darauf bedacht, das beizubehalten. So, wenn du an diesem Ziel ankommst, solltest du dann ähnlich auch agieren. Hoffnung und Ängste haben wir den Neuanfang.
Ja, ich denke mal, nach dem Chaos, was jetzt herrscht oder wie das jetzt vonstatten geht, wird es auch einen Neubeginn geben. Aber wichtig dabei ist, dass du den Kopf beibehältst bzw. nicht verlierst, damit du eben eins nach dem anderen regeln kannst. Du kannst nicht alles auf einmal. Das Wichtigste, du musst Prioritäten setzen in dieser Woche. Was ist gut für dich? Gut für dich ist die Vier der Stäbe, das ist der Rückhalt, zum Beispiel von deiner Familie oder deinen Freunden, deinem Partner, deiner Partnerin. Das sind die Menschen, mit denen du natürlich auch deine Planungen besprechen kannst, wo ihr dann gemeinsam vielleicht auch rangeht, zu lösen und euch vielleicht eine Prioritätenliste macht, was zuerst zu erledigen ist. Nicht gut ist die Königin der Münzen, sich kümmern um Stabilität und Sicherheit. Das bedeutet, glaube ich, in dieser Woche, dass du selber gar nicht groß was machen kannst. Du möchtest das, dass das vorhanden ist, aber in dieser Woche sind dir vielleicht die Hände gebunden. Dann passieren die Ereignisse um dich herum und du bist praktisch nur dazu aufgefordert, die Dinge zu beobachten, daraus deine Schlüsse zu ziehen und damit klarzukommen, also flexibel zu reagieren. Wie ist denn der Ausgang? Der Ausgang ist die 7 der Kelche und das ist, du bist verwirrt. Ja, okay, das wird sich auflösen. Davon bin ich überzeugt. Die Königin der Münzen ist sicherlich etwas, was später kommt, dass du dich darum kümmerst, das alles wieder so in die Normalsituation zu bringen. Schauen wir mal weiter. Am Montag haben wir die Königin der Schwerter, das ist deine Energie. Sich und anderen nichts vormachen, also die Dinge sehen, wie sie sind, realistisch. Ja, das beinhaltet natürlich auch, dass du momentan ein bisschen konfus bist. Wenn man das erkennt, kann man natürlich sagen, okay, ich entscheide jetzt lieber nichts, weil ich nicht genau weiß oder nicht alle Zusammenhänge kenne, wie das am besten gelöst werden kann. Du hast sicherlich schon einige Erfahrungen auch in Dingen, die so gelaufen sind, aber halte dich in dieser Woche noch etwas zurück. Dienstag haben wir die 2 der Kelche, was sehr schön ist, sich auf Augenhöhe begegnen. Das hat mit den 4 der Stäbe zu tun, dass du nicht alleine damit hantierst, sondern dass du Unterstützung hast, jemanden, der mit dir durch dieses Chaos geht. Und das ist doch schon mal sehr viel wert. Dann haben wir das Ass der Stäbe, ein Neubeginn mit Leidenschaft oder in Leidenschaft, eben auch in Partnerschaften oder auch ein neuer Job zum Beispiel. Wir haben die Hoffnung, dass das ein Neubeginn ist, der nicht so belastet ist, wie das momentan der Fall ist. Da musst du dich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Am Donnerstag haben wir den Eremiten. Pardon. Der Eremit, die Jungfraukarte, auch Erdenergie, bedeutet in sich selbst ein bisschen nachzuforschen, zu schauen, wie geht es mir dabei, wie gehe ich damit um, ist das okay so, möchte ich was anders haben oder wie sieht das aus? Ganz klar die Fähigkeit, seine Talente zu nutzen. Das ist aber auch so ein Stück weit sich rausnehmen aus dem Öffentlichen, ja, aus dem nach außen agieren. Und in dieser Woche ist es halt so, du musst beobachten und flexibel auf die Dinge reagieren. Am Freitag haben wir die 3 der Münzen. Ich sage ja, du bist nicht alleine, du hast Unterstützung und ich denke, dass du dann später in der nächsten oder übernächsten Woche die Sicherheit und Stabilität gewinnst, die dir momentan ein bisschen fehlt. Am Samstag, 5 der Stäbe, Wettbewerb im Job. Das kann ein bisschen Unruhe reinbringen. Vielleicht wirst du auch herausgefordert, dass du viel leisten musst und so weiter. Die ganzen Geschehnisse um dich herum können dich ein Stück weit verwirren, verunsichern. Versuche das so, ich sag mal, wie ein Beobachter zu sehen. Am Sonntag haben wir das Ass der Kelche, achte auf dich selbst, Eigenliebe. Und dass du eben nett und freundlich, höflich anderen gegenüber reagierst. Mit der Karte Prinzessin der Schwerter sehe ich auch so, dass die Leute um dich herum vielleicht Dinge tun, wo du sagst, das verstehe ich jetzt aber nicht, ja. Und das verwirrt dich halt. Und denk dir einfach, das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Ich mache mein Ding und fertig, mehr nicht. So, schauen wir uns das jetzt noch mal an. 8 der Schwerter, Herrscherin. Und die 8 der Stäbe. Kommunikation. Es ist wichtig, dass du über die Dinge, die dich verwirren, vielleicht auch sprichst. Das kommt auf die Situation drauf an, ob das privat ist, beruflich und so weiter. Frag lieber nach, wenn du dir nicht sicher bist.
Versuch aber neutral zu bleiben, aber höflich und nett. Das ist wichtig, weil wir haben, wie gesagt, dieses Aggressionspotenzial. Es kann dich natürlich nerven und du bist gereizt. Versuch das ein bisschen zu unterdrücken. Der König der Münzen ist dein Wunsch. Momentan bist du unzufrieden, aber du lernst mit den Dingen, mit den Gegebenheiten klarzukommen und auf den Moment zu warten, wo du dann tatsächlich etwas selbst in die Hand nehmen kannst. Das ist aber in dieser Woche nicht der Fall. Versuche einfach zu beobachten und zu lernen. Ja, das ist, glaube ich, so das, was ich aus dieser Legung entnehme. Der Neustart liegt in den Hoffnungen. Da ist auch der Erfolg und die Wunscherfüllung. Also deinem Wunsch nach einem Neubeginn ohne Belastungen, dem wird stattgegeben. Aber ich denke, das wird sich noch ein Stück weit verzögern. Vier der Stäbe, Ast der Schwerter und der Mond. Du hast momentan tatsächlich mit deinem Unterbewusstsein oder mit dem, was so, ich sag mal, so passiert, zwischenmenschlich wahrscheinlich auch, zu kämpfen, was so im Umfeld, ich sag jetzt mal auch mit fremden Menschen passiert. Du solltest darüber in deinem privaten Umfeld sprechen. Du solltest das damit ein Stück weit loswerden, dass du das nicht mit dir rumschleppst und dir da ständig Gedanken machst. Da haben wir ja auch die Kommunikation. Je mehr du dich austauschst, desto besser. Die Königin der Münzen, König der Schwerter und der Hierophant, deine Verbindungen, die du hast, sind deine Stärke, sind deine Sicherheit und Stabilität und das wird dir klar. Also nicht das, was jetzt zum Beispiel deine Kollegen tun oder dein Boss oder so, sondern das, was dir den Rücken frei hält. Ja, deine nahe Umgebung, dein Zuhause, da bist du glücklich und da sollst du dich auch wohlfühlen. Wir haben die 7 der Kelche, wir haben die Königin der Stäbe und die 4 der Schwerter. Könnte sein, ein Freund, eine Freundin, jemand, der dir unter die Arme greift mit ein bisschen Optimismus, Frohsinn und positive Energie, vielleicht auch dein Partner oder deine Partnerin. Cool down, entspann dich, ja. 7 der Kelche ist auch so ein Stück weit, ich komme darauf nicht klar, was da gerade passiert, ja, aber je mehr du darüber sprichst, desto besser ist das raus aus deinem Unterbewusstsein auch, denke ich mal. So, Königin der Schwerter am Montag, König der Stäbe und die 3 der Münzen. Ich sage ja, das ist jemand, mit dem du zu tun hast, entweder beruflich oder privat. Jemand, der dir so ein bisschen hilft, der dir so ein bisschen zur Seite steht oder umgekehrt natürlich genauso. Wir haben die 2 der Kelche direkt daneben. Das ist die Stabilität und Sicherheit und die Unabhängigkeit. Dass du jemanden hast, mit dem du ganz frei und offen über die Dinge sprechen kannst und auch planen kannst. Es ging ja darum, die Dinge zu planen, weil momentan noch nicht umsetzbar. Ein leidenschaftlicher Neubeginn, 5 der Kelche und 9 der Schwerter. Du machst dir zu viele Sorgen und zu viele negative Gedanken können natürlich dafür sorgen, dass dich das ein Stück weit von deinen Leidenschaften, von dem, was du eigentlich möchtest, abbringt. Das sollte nicht passieren. Sprich lieber darüber, ja? Dann haben wir den Eremiten, 3 der Schwerter und der Teufel. Das ist übertriebenes Selbstmitleid. Sagen wir es, wie es ist. Ja, das solltest du nicht praktizieren. Du sollst natürlich feststellen, was da in dir los ist und wie du damit umgehst. Aber du solltest das nicht als Weltschmerz empfinden, sondern einfach als, Widerspiegelung dessen, was dir begegnet. Und dann sollst du es abhaken. 3 der Münzen. Page der Kelche, 7 der Münzen. Was fange ich damit an? Auch gefühlsmäßig. Und da brauchst du Unterstützung. 3 der Münzen haben wir hier auch. Wir haben auch hier, entspann dich, ne, auch wenn es dich verwirrt. Es muss keine Erklärung dafür geben, aber du musst damit zurechtkommen. Und dann haben wir hier den Wettbewerb, Ellenbogenmentalität. Bleib relaxed, entspann dich. Mach deine Arbeit, tu das, was notwendig ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Wichtig ist, dass du dich um dich selbst kümmerst, dass es dir gut geht. Da haben wir den König der Kelche und wir haben die Liebenden. Das sind natürlich die Leute, die dir am Herzen liegen, die dir auch helfen, ich sag mal, den Charme und die Nettigkeit anderen entgegenzubringen, weil sie sozusagen dein Fels in der Brandung sind. Der Turm ist, glaube ich, das, wo du
denkst, so geht es nicht weiter, ich will das anders haben. Es ist aber in dieser Woche ist es noch nicht umsetzbar, ist die Veränderung noch nicht vollzogen. Du brauchst noch etwas Geduld. Aber der Erfolg wird sich einstellen. Wenn nicht sofort, dann aber in naher Zukunft. Ja, also es kann nicht ewig so weitergehen, aber du brauchst noch ein bisschen Geduld, weil wir haben ja dann ab 14 auch noch Merkur rückläufig. Das wird dann noch chaotischer. Wir haben der Goldene Palast. Das ist deine Orakelkarte für diese Woche. Schauen wir mal, was wir da für dich haben. Der Goldene Palast, die Grundbedeutung, es ist immer genug vorhanden. Diese Karte steht für ein günstiges Geschick, für in Erfüllung gehende Wünsche, für Wohlstand und Reichtum. Sie kann auch emotionale Erfüllung bedeuten, wie das Anbrechen einer Periode des Glücks, nachdem dieses lange Zeit ausgeblieben war. Die Botschaft dabei ist jedoch, dass sich dein Selbstwert nicht nach dem bemisst, was du hast, in welchem Überfluss du auch leben magst, sondern er ergibt sich aus dem, was du bist, wie authentisch du dein Leben lebst und wie viel du an Liebe zu geben bereit bist. Wenn du diese Karte erhältst, kann das sehr wohl auf materiellen Gewinn und konkrete Erfolge hindeuten. Die Dinge kommen und gehen. Damit du deinen wahren Wert erkennst, steuert jetzt ein weit größerer Reichtum auf dich zu, den du mit anderen teilen sollst. Ich denke mal, du wirst dir bewusst, wie wichtig der Rückhalt ist. Der Rückhalt von Freunden, Familie, Partnerschaft, ne? Die dir nahestehen. Da kann um dich herum die ganze Welt zusammenbrechen. Und die Leute sind immer noch da und halten zu dir. Umgekehrt natürlich genauso. Und wir haben eine schöne Karte dafür, nämlich dein Krafttier ist der Hund. Bewahre die Treue. Also du musst natürlich, musst nicht, aber du solltest natürlich dann genauso treu zu deinen Freunden halten, zu denen, die dir auch treu sind. Ich lese mal vor. Auch wenn der Wandel zum Leben gehört und uns allen bestimmt ist, uns weiterzuentwickeln, bleiben wir doch unserer Liebe und unseren Bekenntnissen treu. Daran will dich heute der Geist des Hundes erinnern. Auch du wirst geliebt und kannst darauf vertrauen, dass die höhere Liebe des Allgeistes Bestand hat. Die Liebe erreicht dich jetzt in vielen Formen. Sie manifestiert sich in den Menschen, die dich umgeben, und findet durch jeden von ihnen ihren einzigartigen Ausdruck. Der Geist des Hundes möchte, dass du deiner Liebe treu bleibst, denn jetzt ist eine Zeit des Glücks. Sei darin beständig, auch wenn du siehst, wie die Menschen und Dinge dem Wandel unterliegen. Der Hundegeist will dich wissen lassen, dass du mit deinem liebevollen und treuen Herz und deinem unbeirrbaren Glauben daran, Liebe zu empfangen und zu geben, mehr Liebe anziehst und manifestierst. Du hast sie verdient. Habe Vertrauen in den göttlichen Plan für dich. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du auf dem richtigen Weg bist, auch wenn alle anderen durchdrehen und du dann immer noch du selber bist. Ja, das hat natürlich Auswirkungen. Wir haben immer, ich sag mal, einen Einfluss von außen, von den Menschen, die uns umgeben oder von den Situationen, die uns passieren. Ja, aber letztendlich hast du einen treuen Hund als Begleiter, als Krafttier und natürlich auch Freundschaften, Familie, Menschen, die dich lieben, und das bringt dir auch den Erfolg, das gibt dir auch das Gefühl, ja, dass du da, wo du bist, schon richtig bist, und das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Der Turm ist vielleicht einfach, dass du momentan dich hin und her gerissen fühlst, auch zwischen den Dingen, die da so passieren, aber der Sturm geht vorüber und die dir wirklich treu sind und so weiter, die werden auch weiterhin bei dir sein. Hier habe ich halt nur die Gefahr, dass du, wenn du dich zurückziehst, so einen totalen Weltschmerz empfindest. Das ist nicht nötig. Wir haben darüber direkt die Neun der Kelche und den Erfolg. Also je eher du dich damit abfindest, dass du äußeren Einflüssen das nicht groß was entgegenbringen musst, sondern sie einfach nur überstehen musst, desto eher bist du auf der Erfolgsspur. Ja, mach dein Ding, was du tun musst, bleib entspannt, die werden sich alle auch wieder einkriegen, ja, die Situation wird sich hoffentlich auch bald wieder ein bisschen beruhigen, auch was die Sterne betrifft, versuch einfach darauf zu vertrauen, in dir selbst zu ruhen, dich um dich zu kümmern, trotzdem liebevoll und nett zu bleiben zu anderen, dann bist du auf der sicheren Seite und nichts zu überstürzen. Ja, und vor allen Dingen, wenn dir das alles zu viel wird, dann nimm dir auch mal eine kleine Auszeit, geh spazieren oder was weiß ich. Such dir etwas, was dir Freude macht, was dich so ein bisschen von dem Stress von außen oder von diesen
ich sag mal, Menschen, die unflätig sind oder die aggro sind, ein bisschen zu erholen. Das ist wichtig. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du cool bleibst, siehst, was du hast in Bezug auf Rückendeckung, Familie und so weiter, und dass dir klar wird, dass du gar nicht irgendwie deprimiert oder irgendwie Weltschmerz empfinden musst, ne, dass das nicht notwendig ist. Das geht vorbei. Ja, und je klarer und genauer du siehst, ich bin nicht allein damit, desto eher bist du auf der Erfolgsspur und kannst das auch genießen. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht und vor allen Dingen auch, wie deine Kommentare sein werden. Ich hoffe, dass ihr als Zwillinge auch ein Stück weit mitteilt, wie das diese Woche aussieht. Und wir schauen, wie es bei Merkur rückläufig dann weitergeht. Sehr spannend. Schauen wir uns an. Viel Erfolg. Lass dich nicht hängen. Lass dich nicht runterziehen von dem Ganzen. Bleib du selbst und kümmere dich um schöne Zeiten zwischendurch, um dich zu erholen. Und dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Und wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Alles Gute und bis bald.